So. Lass die Party. Alter. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es nicht schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. E.D. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir ihr Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Aber es stimmt. Er ist verrückt geworden und... Er ist nicht besser geworden in Sachen Kunst. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God, I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Ich glaube, er hat sein Kind geschlagen. Ich gehe da nicht näher ran. Ich gehe da nicht näher ran. Ich gehe da nicht näher ran. Tote Ratte. Hui! Sieh nicht zurück. Okay. Ha! Ah! Das Problem ist halt, das hat übelst provoziert, dieses sieh nicht zurück. Ja, was soll ich da machen? Nicht zurücksehen? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ich hätte nicht zurücksehen dürfen. Muss ich sagen. Ich hätte darauf hören sollen. Mann, warum habe ich zurückgeschaut? Mann, Alter. You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Ich krieg dich wieder hin, seine Frau. Er hat versucht, seine Frau wieder hinzukriegen. Er hat es aber nicht geschafft, wie es scheint. Let's go, schreck mich. It's hopeless. I just can't take it anymore.
I might as well try to paint with both of my arms broken. Das geht. Er hat versucht, seine Frau wieder hinzubekommen, hat es nicht geschafft. Hat dann... Nein! Ich glaube, ich habe sie am Fenster gehört. Ich... Nein! Man muss ja anscheinend. Okay, go. Erschreck mich. Los. Hä? Muss ich das verstehen? Hoch muss ich auch nicht. Dann erschreck mich jetzt. Los. Mein Gott. Ja. Oh. Ah, ui, ui. Och Mann. Warum musste ich auch das Licht ausschalten? Komplett behindert. Und dann die einzige Tür und dann geht man da hin und dann steht diese Drecksfrau da, Alter. Die Frage ist, ist das seine Frau oder ist das dieser Clown, den ich mal gesehen habe? Alter, wann ist... Die Runde dauert Stunden. So, die Frage ist, geht's jetzt wieder hoch oder runter? Oder? Ja. Okay. Wenn Puppen kommen, habe ich kein Problem. Ich habe vor Puppen keine Angst mehr, aber die Frau geht mir schon auf die Eier. Hier waren wir doch schon mal. Nee, waren wir nicht. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Cooles Gedicht. Ne, ernsthaft. War wirklich cool. Hier muss doch was drin sein. Wir haben die Frau gehört. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Ah, komm. Okay.
Warum? Nein. Einfach nur nein. Unser Büro. Habe ich, muss ich sagen, schon lange nicht mehr gesehen. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn wir uns nicht umgedreht hätten? Das frage ich mich auch. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn in einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kustanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgleichlichen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Hui! Keine tote Ratte mehr. Hui! Hätt's mich fast erwischt. Fast erwischt. Alter. Kann ich jetzt da hochgehen? Vielleicht ist hier noch irgendwas zum Lesen. Nee. Lichter ausschalten. Okay, es wird was passieren. Wage ich zu behaupten. Was ist los? Was muss ich machen? Lichter anschalten? Aber es sieht fucking cool aus, muss man ja mal so sagen. Ich hasse lange Gänge. Das ist fucking cool. Okay. You promise. Was habe ich versprochen? Steht da zufällig eine Nummer drauf? 853.
Tschüss. Diese Frau. Was für eine Frau hat er da denn genommen, bitte? Ich wette, da müssen wir lang. 354. Okay. 354. 3. 5. 4. Nein. Nein. Bitte nicht. Alter. Konflikt zwischen ihm und seiner Frau. Das heißt, er hat doch weiter gelebt. Okay. You deserve this. All of it. All of it. Nein. Warum? Weil ich gesoffen habe? Also, ich ja nicht. Was müssen wir jetzt tun? I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Er hat sein Kind. Um seine Frau wieder hinzubiegen. Oder keine Ahnung. Aber wir wissen jetzt, dass es sein Kind war. Glaube ich zumindest. Also nee, wir sind uns nicht sicher. Das kann auch eine Frau gewesen sein, das kann auch sein eigener Finger gewesen sein. Aber durch das mit den Haaren war Haare, Knochen, Haut, Blut. Naja. Das ist seine Frau. Ja, er hat sein Kind. Doch. Das ist alles von ihrem Kind. Es ist alles von ihrem Kind. Hundertprozentig. Das ist seine Frau. Und hat versucht, seine Frau wieder hinzukriegen. Ah, hier. Ich habe dich gehasst. Selbst jetzt, du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ist von seiner Frau geschrieben, oder? Ich weiß es nicht. So. Ich würde sagen, ich schneide das jetzt hier nicht, aber hier wird sowieso ein Cut stattfinden. Und dann kommt der allerletzte Durchgang. Versuch und Irrtum. Bevor wir jetzt noch dahin gehen, lese ich ja noch was. Also ich gucke noch, was wir hier alles haben. Hier haben wir ein Bild nicht. Hier wieder eins nicht. Die Frage ist, kriegen wir die noch? Ich hoffe.